Ja, hier steht eine PV-Zelle. Und was ist mit dem Kabel? Das ist einfach nur in die Steckdose gesteckt, um damit 160 Watt einfach so ins Stromnetz einzuspeisen. Das hier ist nur ein Messgerät. Also ihr könnt es auch so reinstecken. Ich wollte euch nur zeigen, wie viel es einspeist. Und wie ihr das nachbauen könnt, das verrate ich euch nach dem Intro. Also bleibt dran. Und das Ganze für weniger als 150 Euro. Electric Dave. Electric Dave. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Electric Dave. Und wie ich es schon in der Vergangenheit geplant hatte, würde ich mich gerne in meinen Videos mehr mit dem Thema PV und regenerative Energie befassen. Das mache ich heute auf jeden Fall. Und zwar habe ich euch schon im Intro gezeigt, es geht heute um eine PV-Anlage, ein Balkonkraftwerk quasi, wie man sich das ganz einfach selbst bauen kann, ohne viel Firlefanz. Man muss es nicht fertig kaufen. Wie die Regelung dazu ist, komme ich auch noch gleich dazu. Und mein Ziel ist es einfach, euch nur zu zeigen, dass es kein Hexenwerk ist. Hybrid. Fangen wir vielleicht erstmal mit dem Begriff Balkonkraftwerk an. Was ist ein Balkonkraftwerk? Ja, im Prinzip ist es einfach nur ein PV-Modul oder auch mehrere PV-Module, welche über einen Wechselrichter, der befindet sich jetzt auf der Rückseite von dem Teil, einfach nur in die Haushaltssteckdose gehen. Ich zeige es euch gerade mal. Das hier ist das Modul. Und nicht irritieren, hier liegt mein Ladekabel noch. Da ist der Wechselrichter oder auch Grid-Teilinverter und da ist das Modul angeschlossen und davon geht ein Kabel, ein ganz normales, einfaches Kabel, geht da in die Steckdose. So, was ich jetzt hier zwischen angeschlossen habe, ist nur ein Messgerät, damit ich sehen kann, wie viel gerade durchläuft und das sind aktuell gerade 56 Watt, weil wir haben gerade Schatten, also die Wolke vor der Sonne. Ansonsten ist es nichts weiter als hier einfach ein Schokostecker, den ihr in die Steckdose steckt. Kann ich auch da unten reinstecken, das ist jetzt gleich, nur dass ihr es nicht lesen könnt. So, stecke ich rein und dann fährt ja, die Leistung hoch, nach und nach. Das ist das ganze Geheimnis. Und was passiert jetzt mit dem Strom natürlich? Der geht in die Steckdose rein und ja, geht ins Hausnetz quasi. Also dieser Wechselrichter synchronisiert sich mit dem Hausnetz und speist den Strom ins ja, Netz ein. Und euer Hausnetz hängt ja auch im öffentlichen Netz, somit ist das quasi alles eins. Da der Strom aber den Weg des geringsten Widerstandes nimmt, habt ihr zuerst ja, den Nutzen von dem Strom, wenn ihr zum Beispiel gerade einen aktiven Verbraucher habt. Angenommen, jetzt läuft gerade drin der Kühlschrank mit, keine Ahnung, 100 Watt, mal als Beispiel. So, das Modul leistet jetzt gerade ja, 50 Watt. So, kann man gut rechnen. Das heißt, mein Stromzähler bekommt 50 Watt von dem Modul zurück und aber vom Kühlschrank als Verbraucher, der zieht die 100 Watt. Somit zeigt mein Stromzähler dann nur noch 50 an. Also 100 Watt Verbrauch plus 50 Gewinn sind 50. So, das heißt, ihr macht Gewinn damit. Habt ihr jetzt einen größeren Verbraucher oder eine größere PV-Anlage, ist das im Prinzip genau das Gleiche. Und Balkonkraftwerke arbeiten genau so. Ihr speist einfach Strom in euer Hausnetz ein, um damit aktive Verbraucher oder dauerhafte Verbraucher, wie Fernseher oder Kühlschränke oder Computer, was weiß ich, was halt so läuft, um das quasi so zu deckeln. Das ist so die Idealvorstellung. Natürlich gibt es jetzt verschiedene Varianten. Und zwar habt ihr jetzt einen Zähler, der eine Rücklaufsperre hat. Das heißt, einen Zähler, der nur in eine Richtung zählen kann. Dann ist das in Ordnung und ihr könnt, ihr könnt nicht rückwärts zählen. Den Strom, den ihr nicht verbraucht, wenn ihr gerade 150 Watt Gewinn habt, aber nicht verbraucht, dann geht er ins Stromnetz, ihr verschenkt den. Ne? Ist halt so. Wäre mir auch egal. Habt ihr aber einen alten Zähler, der noch ja, diese Drehscheibe hat, dann kann dieser auch rückwärts laufen. Ne? Dann zählt der auch rückwärts. Das soll natürlich nicht sein, weil dann hättet ihr quasi einen, theoretisch einen negativen Zählerstand, was aber eigentlich nicht möglich ist mit so einer Anlage, weil ihr immer mehr Verbraucher habt, als ihr damit wieder einspielen könnt. Und, wie es der Lautlei so schön sagt,
ihr nutzt den Strom, das Stromnetz, das allgemeine Stromnetz als riesengroßen Speicher, weil der Zähler läuft rückwärts, ihr speist ein und ja, wenn ihr wieder den Strom holt, läuft er ja wieder vorwärts. Das heißt, ihr nutzt das Netz als Riesenspeicher. Ist aber nicht so gewollt, nur so als Hinweis. Ja, das ist aber ein Balkonkraftwerk und ja, da gibt es auch eine Limitierung. Ihr dürft hier nur eine bestimmte Leistung haben, wenn ihr das anmeldefrei einfach so nutzen wollt zu Hause. Und zwar haben wir ja hier die Leistung von 600 Watt Peak, die uns vorgegeben ist. Das Modul zum Beispiel hat jetzt 160 Watt und ja, damit könnte ich noch mehrere Module anschließen, um darauf zu kommen. Ja, es gibt natürlich auch die Möglichkeit, noch größere Anlagen zu installieren, auch als Balkonkraftwerk quasi, aber dann müsst ihr halt das auch offiziell machen. Ja, das wäre so ein kurzer Abriss einfach nur mal zum Thema Balkonkraftwerk. Und jetzt kommen wir zu dem, was wir dafür brauchen, um unser Sepp zu bauen. Also was braucht ihr dafür? Natürlich in allererster Linie erstmal ein Photovoltaik-Modul. Und zwar habe ich das hier einfach mal gebraucht. Bei eBay Kleinanzeigen war das inseriert, da gab es mehrere und die konnte man sich ja, kaufen. Die sind schon über 20 Jahre alt, was jetzt der Funktion keinen Abriss tut. Da sie nicht befähigt sind. Hier kann man gerade mal schauen, die sind von BP Solar und haben jetzt hier eine maximale Leistung von 160 Watt, wie ich eben schon erwähnt habe, und eine Spannung, eine Leerlaufspannung von 44 Volt. So, das sind die groben technischen Daten erstmal. Das ist, ja, das Modul, das war vorher auf dem Dach gewesen, das Dach wurde erneuert und da wurden die Module dann dementsprechend auch ausgetauscht. Und wie ich schon getestet habe, bringt das Modul immer noch 160 Watt. Von daher, alles cool. Ja, so eins braucht ihr. Da gibt es natürlich verschiedene Größen, verschiedene Spannungen. Ich würde euch nicht empfehlen, eins mit 12 Volt zu nehmen. Die sind ja eher für den Campingbereich oder so gedacht. Nehmt hier wirklich eins mit, ja, ich sag mal, über 35 Volt oder über 30 Volt. So, und wie groß das ist an sich, ist völlig egal. Ihr kriegt die auch mit 400 Watt. Ihr kriegt die auch mit 100 Watt. Das ist völlig egal. Ne? Aber wie gesagt, ihr dürft bis 600 Watt gehen und wenn ihr mehr macht, dann ist es eure Sache. Könnt ihr aber auch, wo kein Kläger, kein Richter. Und was braucht ihr dazu noch? Nehmen wir hier einen Tisch. Ihr braucht dazu noch einen Schuku-Stecker mit Kabel. Habe ich jetzt einfach mal hier irgendwo, der ist übrig geblieben bei irgendeinem Gerät, was ich entsorgt habe. Dann braucht ihr als wichtiges Element noch einen Wechselrichter oder auch Grid-Tie-Inverter. Da habe ich jetzt als Beispiel einfach mal diesen hier. Ich werde euch das alles unten in der Videobeschreibung auch verlinken. Auch mal PV-Module, falls ihr da Ideen braucht oder so, könnt ihr die auch neu kaufen natürlich oder auch eBay Kleinanzeigen gebraucht mal schauen. Das hier ist jetzt ein Wechselrichter. Der hat eine Leistung von 350 Watt, kann er bringen hier. Maximal und 320 eher dauerhaft. So, das heißt, ich bin da hier mit meinen 160 Dicke dabei. Das heißt, das Ding ist sogar eher für zwei Module von der Sorte ausgelegt. So, dann haben wir hier diesen WLAN-Stecker, den, ja, ist ein blödes System. Der wird letztendlich dann einfach nur hier drauf gesteckt und mit unserem Schokokabel verbunden, damit wir es in die Steckdose stecken können. Und an diesen beiden Steckern wird unser PV-Modul angeschlossen. So, jetzt erst nehmen, was ihr für eins kauft. Ich habe jetzt hier wirklich ein altes, das ist schon, ich glaube, 25, 26 Jahre alt. Und da haben wir noch die MC3-Stecker dran gehabt, so heißen die. MC3, das sind solche runden Stecker, hier, Männchen und Weibchen. Gibt es nicht mehr. Heutzutage hat man MC4. Die sehen dann so aus hier. Das ist der aktuellste Standard. Und da habe ich mir dann einfach mal Stecker geholt und die bastle ich dann da noch drauf. So, jetzt rollen die alles weg. So, und dann gibt es auch noch hier so ein Teil, womit man den Stecker dann auf und zu machen kann. Gut, das ist das, was ihr braucht erstmal. Mehr braucht ihr nicht. Und halt jetzt ein bisschen Werkzeug, um das zu machen. Und natürlich sage ich noch dazu, dass elektrische Arbeiten natürlich immer von Fachpersonal durchgeführt werden sollten. Aber es ist tatsächlich kein Hexenwerk. Also wenn ihr wirklich eine Grundtechnik, Grundverständnis und Erfahrung mit Elektrotechnik habt, könnt ihr euch da auch selbst dran wagen. Aber wenn ihr euch unsicher seid, holt jemanden zu Rate, der euch dabei unterstützt oder hilft oder es macht für euch. Denn ich kann jetzt hier nicht empfehlen, dass es jeder nachmachen soll. Es geht schließlich um Strom und das soll auch seine Richtigkeit haben. Aber es ist absolut kein Hexenwerk, wenn man das Elektro
elektrotechnische Grundverständnis dafür hat. Gut, dann hänge ich mal die Kamera ins Stativ und wir legen los. So, natürlich sollte man seine PV-Module auch prüfen, habe ich aber schon alles gemacht. Da könnt ihr auch einige Videos dazu finden, wie man das macht. Ich kann euch gerade mal zeigen, wie ihr die Leerlaufspannung von so einem PV-Modul messen könnt. Dazu braucht ihr einen Multimeter. Der schwarze kommt hier bei COM rein und der rote hier bei Volt Ohm Milliampere. So, dann stellt ihr das auf, ja, 20 wird nicht reichen, auf Gleichstrom, Volt, wichtig, Gleichstrom, ne? Gut, wer sich auskennt, den brauche ich nicht erklären. Ich nehme jetzt das 200er, weil ich habe ja jetzt hier mehr als 20 Volt im besten Fall. Und dann gehen wir einfach nur an diese beiden Kabel, die von dem PV-Modul kommen. Einmal ans Plus und einmal ans Minus. Und dann ist natürlich auch wichtig, dass ihr das Modul in die Sonne hängt. So, wir haben jetzt hier 38,3 Volt. Wir haben jetzt gerade Schatten, wir haben ganz dicke Wolken hier oben. Ich habe zwar mit dem Video angefangen, als es noch schön war, aber naja. Also es dürfte auf jeden Fall über 40 Volt sein. Eigentlich müssten es um die 44,2 sein. Das wäre die Leerlaufspannung, die angegeben ist. Aber ich weiß, dass das Modul in Ordnung ist. So, ihr könnt natürlich auch die Leistung prüfen, indem ihr das Modul kurz schließt. Da passiert auch nichts. Das könnt ihr in verschiedenen Varianten messen. Wir können einmal hier mit dem Multimeter. Dann müsste ich aber mit Krokodilsklemmen dran gehen. Und ich kann aber auch einfach hier die beiden zusammenstecken, Plus und Minus. Und dafür gibt es ein Ampermeter. Dieses hier. Das, wo geht es denn an? Achso, ja genau. So. Da gehe ich auf Ampere, auf Gleichstrom und resette das erstmal, dass es hier auf 0 steht. So, und jetzt kann ich hier das in die Mitte führen und dann sehe ich, wie viel Ampere gerade durchlaufen. Okay, jetzt sind es gerade wirklich nur 0,7 oder 700 mA. Ja, ist jetzt halt nicht so viel, weil gerade wirklich dicker Schatten ist. Könnte auch gleich regnen, wenn ich Pech habe. Gut, wie ich bereits gesagt habe, habe ich jetzt hier alte Module mit den MC3-Steckern noch. Die werde ich natürlich jetzt austauschen gegen die MC4. Wenn euch das nicht interessiert oder wenn ihr das nicht braucht, weil ihr schon neuere Module habt, dann überspringt das Kapitel einfach und geht zum nächsten Punkt über. Ansonsten lege ich jetzt los. Gut, hierzu schneide ich das Kabel durch. Ja, natürlich fällt es runter, klar. So, und da das gerade das Weibchen war, kommt auch hier das Weibchen drauf. Das kann ich schon mal im Prinzip schon mal draufstecken hier. Das ebenfalls. So, habe ich das schon mal drauf. So, und jetzt müssen wir gucken. Das ist der Stecker hier. Jetzt kommt noch so ein Werkzeug, was ich noch gar nicht vorgeführt habe bisher. Und zwar das Messer. Damit isoliert ihr quasi das hier außenrum ab. Wenn ihr dafür ein Abisoliergerät habt, ist das auch in Ordnung. Ich mache das mit dem Messer, ich habe das so gelernt. In der Elektrotechnikschule. Eigentlich mit einem stumpfen Messer. Da gibt es extra solche Kneipchen, nennt man so bei uns in Hessen. Und ja, stumpf ist auch hier wirklich das Messer, was ich habe. Ich versuche halt wirklich auch vorsichtig zu sein, dass ich dann möglichst keine Litze beschädige. Und so, da haben wir hier das jetzt abisoliert. Und jetzt, wo ist es? Da. Jetzt kommt das Teil hier rein und wird dann darin auch festgeknautscht. So, da gehe ich jetzt mit dem Seitenschneider nochmal dran und kerbe das hier ein. Jetzt ist das auch richtig fest hier. Im besten Fall lötet man das jetzt nochmal ein. Und zwar mit Lötzinn hier drauf, heiß machen und einschmelzen. Dann ist das auf jeden Fall feste und kann nicht mehr aufgehen.
Ich will jetzt aber hier vorankommen, deswegen mache ich das mal so, wie es im Lehrbuch nicht steht. Es rollt schon wieder weg. Ja, rollt trotzdem. So, jetzt kann ich das hier reinstecken. Und von hinten den ganzen Klumpatsch beiziehen. So. Mal gucken, dass das mit dem Gummi sitzt hier. Denn das soll ja auch wasserdicht sein. Wie gesagt, das Kabel wird jetzt hier hinten eh eingeklemmt, sodass es dicht ist. Und dann wäre es jetzt auch gar nicht mehr so wichtig, ob das jetzt gelötet ist oder nicht. Weil das ist jetzt fest und bleibt auch fest. So, das war das Weibchen. Das gleiche machen wir auch mit dem Männchen. Da, das schneiden wir ab. Isolieren das ab. So. Und das gleiche Spiel. So, dann habt ihr auch das Männchen fertig und ihr habt beide auf den neuesten Stand gebracht. Gut, da wir die MC4 jetzt hier drauf haben, könnten wir die auch schon an unserem Wechselrichter anschließen. Aber uns fehlt ja noch die Verbindung zum Hausnetz, zur Steckdose. Dafür brauchen wir diesen WLAN-Stecker hier, der dann hier drauf kommt. Und den müssen wir mit unserem Kabel verbinden, wo auf der anderen Seite ja dann der Schoko-Stecker ist. So, das heißt, wir verbinden diese drei Adern mit diesen dreien und dazu isolieren wir jetzt erstmal ab. So, dann haben wir jetzt hier den Mantel offen. Legen wir unsere Drähte frei. Schneiden das Überflüssige erstmal ab. Und jetzt ist wichtig, dass wir vorsorgen. Ne? Und zwar mit Schrumpfschläuchen. Damit wir es später gescheit zu haben, diese Stelle, machen wir da jetzt, ziehen wir schon mal so einen Schrumpflauch über, dann ist ja schon mal da. So, jetzt brauchen wir für die einzelnen Adern auch noch Schrumpfschläuche. Die sind leider zu lang, deswegen wir die kürzen müssen. Und zwar auf die Länge, wie die Verbindung, die wir jetzt abisolieren, ist, lang ist. Die andere Seite hatten wir eben gesehen, die ist etwa so lange und wir werden es nochmal so lange abisolieren, also denke ich mal, dürfte das reichen, wenn wir einfach hier so ein Stück ab, schon mehr als genug. Ich habe jetzt hier die etwas dickeren Schrumpfschläuche, weil wir wahrscheinlich nicht ganz hinkommen werden. Denn verbinden werde ich sie mit Verbindern. Na komm, ist mir da drüben reingefallen? Na egal. Reicht.
die werden gekrimmt, so nennt man das. Die klemme ich dann quasi zusammen und dann funktioniert das. Ganz trockene Hände. So, demnach können wir die Schrumpfschläuche in etwa so lang machen, wie diese Dinger sind. Vielleicht ein bisschen länger gelassen. Und dann seid ihr auf der sicheren Seite und es passt einfach. Jetzt brauchen wir eine Abisolierzange. Ich habe da hier eine. Wir isolieren das ein Stück ab. Zack. 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 Dann tralle ich die gerne immer ein bisschen an. Jetzt kommt natürlich wieder der Punkt, man kann das löten, man kann das krimpen, man kann das mit Adernenthülsen versehen und in Vakuumklemmen stecken oder wie man es auch immer möchte. Löten, ja, ist mir jetzt hier zu aufwendig. Deswegen krimpe ich das. Wichtig, die Teile müssen schon mal drauf gesteckt werden. So, wichtig, diese Teile müssen jetzt schon mal jeweils drauf gesteckt werden hier. Weil sonst kriegt ihr die später nicht mehr drauf. So. Jetzt haben wir die Krimpzange. Und dann setzen wir die direkt auf hier. Zack. Nächste. So. Und schön können wir das Gegenstück hier ebenfalls. Achtet darauf, dass ihr die richtigen Farben miteinander verbindet. In dem Fall ist es jetzt hier, sind die Farben gleich. Das heißt, ihr könnt jetzt hier einfach den Schutzleiter quasi, den grün-gelben, einfach da reinkrimpen. Das ist der blaue und auch der blaue rein und das ist der braune, der wird dann auch mit dem braunen verbunden, logischerweise. Ich habe die engste Einstellung und krimpt das noch ein bisschen fester, weil es ziemlich dünne Adern sind bei diesem WLAN-Stecker hier. Dann hält das auch auf jeden Fall. So, jetzt können wir diese Schrumpfschläuche hier jeweils drüber ziehen. Dann sind die auch untereinander gegenseitig abisoliert. So, jetzt habt ihr verschiedene Möglichkeiten. Ihr könnt den Heißluftföhn nehmen oder wie ich jetzt einfach mache mit dem Feuerzeug und haltet es da drauf und schmelzt die Schrumpfschläuche leicht an, sodass sie sich schön anpassen. So, und dann ist das auch alles schön feste. Jetzt zieht ihr den ihr vorhin hier drüber gezogen habt,
so drüber, dass die alle reinpassen. Dass er hier auf dem Kabel ist und da auf dem Kabel ist. Und dann macht er das gleich hier auf. Vorsicht, es kommt gerade ein Windstoß hier, dass sich die Finger verbrennt. Genau, jetzt muss der Wind kommen, ey. So, sieht nicht schön aus vielleicht jetzt hier an der Stelle, aber ist in meiner Ansicht nach so die eleganteste Lösung. Das können wir jetzt nochmal mit Isolierband quasi verstärken. Oder wir könnten auch eine Dose hinsetzen, wo wir das verbinden in der Dose, aber ich würde das schlank halten alles. Gut, dann haben wir jetzt hier den Wieland mit der Schoko verbunden. Den können wir jetzt auch hier reinstecken und festschrauben. Und jetzt kommt auch gerade die Sonne raus, perfekt. Dann testen wir es direkt mal. So, wichtig ist, dass man es in die Sonne legt, nicht in Schatten. Und dass man selbst mit dem Körper auch keinen Schatten verursacht. So, jetzt haben wir hier unseren Inverter. Hier stecke ich die Kabel, so wie sie halt nur passen, auch drauf. Zack. Das wäre der Schlüssel, um es wieder aufzumachen. Und jetzt haben wir nichts weiter als diesen Stecker hier. Und irgendein Vieh, was mit dem Kopf geflogen ist. So, und den stecken wir jetzt einfach in die Steckdose. Und dann haben wir Strom. So, gerade kommt die Sonne wieder raus. Bester Moment, um es zu nutzen. Wir stecken es in die Steckdose. Anzeige zeigt 0 an. Das ist einfach nur so ein Energiemonitor, den wir hier haben. Und wir sehen, die Watt wandern nach oben. Das Modul liegt in der Sonne und ist einfach nur mit diesem Kriterienwärter und mit diesem Kabel hier verbunden. Und liefert jetzt 10 Watt, wie die Sonneneinstrahlung gerade ist. Da kommt wieder eine Wolke und dann bricht es wieder ein bisschen ein. Ja klar, ist halt oben ziemlich wolkig gerade. Deswegen kommt nicht die volle Leistung. Aber dieser Strom, der geht jetzt ja, in mein Haus. Und um das, was hier steht, in Watt, hier ist irgendwie auch mal gescheit angezeigt. Ja gut, um diese Zahl, die hier steht, läuft mein Zähler dann langsamer einfach. Also mein Rechner läuft gerade drin mit 300 Watt, das weiß ich. Und je nachdem, wie viel hier gerade läuft, ja, verbraucht einfach weniger oder mehr. Und das Ding könnt ihr euch überall positionieren, wo ihr wollt, wo ihr Sonne habt oder wo es natürlich am optimalsten wäre. Also entweder auf dem Dach oder im Garten. Passt natürlich darauf auf, dass da niemand drauf rumläuft. Also ich habe ja auch Kinder unterwegs, deswegen da wäre das schon wichtig, dass da nichts, ja, dass da keine Belastung drauf kommt auf dieses Modul. So, jetzt kommt wieder gerade ein bisschen mehr Sonne. Müsste jetzt eigentlich hochgehen. Passt rein. Ja, das ist das ganze Geheimnis. Hier neben seht ihr schon den Schatten, wie er kommt, so langsam. Und sobald natürlich eine Schattierung drauf ist, sobald ich die Hand drüber halte, bricht das natürlich total ein. Ist klar. Je nachdem, wie die Module auch geschaltet sind, da gibt es Unterschiede. Ich habe jetzt hier ein polykristallines, deswegen sind auch diese Schimmerflecken drauf. Es gibt auch monokristallin. Da sieht man das dann halt nicht. Aber die Unterschiede will ich jetzt hier nicht erklären. Was auf jeden Fall sehr viel ausmacht, ist der Winkel, in dem das Modul zur Sonne steht. Wenn ihr wirklich 90 Grad Winkel schafft, dann habt ihr da am meisten Ausbeute. Also ich kann jetzt gerade mal das Modul einfach mal ankippen, hochheben und nun mal rüber. Ja, und schon sind wir bei 110 Watt. Macht sofort was aus. Ich will es euch ja zeigen.
So, und schon sind wir hier bei über 100 Watt. Sieht man das? Ah, kann wahrscheinlich schlecht sehen. Aber die Winkel machen enorm viel aus. Deswegen, sucht euch eine geeignete Stelle für so ein Modul raus. Sucht euch mehrere Module oder stärkere. Und ja, erzeugt euren eigenen Strom. Denn was gibt es Geileres, als in der heutigen Zeit unabhängiger zu sein oder Geld zu sparen etc. Natürlich macht es jetzt Sinn, diesen Wechselrichter hier am Modul zu verstauen oder halt zu gucken, dass man jetzt ein zweites Modul noch mit dazu hängt und das dann quasi ja, parallel dazu laufen lässt. Wie das funktioniert, zeige ich euch gerade noch. Dazu braucht ihr nichts weiter als das zweite Modul, was dann ebenfalls diese beiden Kabel hat. Und da ja hier nur ein Anschluss ist, braucht ihr einfach nur so einen Doppelstecker. Ich habe die jetzt für die alten Kabel, gerade mal hier, für die MC3. Ja, ihr steckt dann einfach hier diese Doppelstecker drauf. Dann könnt ihr auch zwei Module anschließen. Das war's. Und dann habt ihr die doppelte Leistung hier drauf. Ja, achtet immer drauf, dass ihr die Leistung auch verwenden könnt. Und dann passt das. Ja, und dann zeige ich euch auch gerade nochmal, wie ich denn den Wechselrichter hier bei diesem Modul dann befestigt habe. Und zwar habe ich den einfach nur hier hinten reingeschraubt, weil der hat ja hier oben so zwei Löcher gehabt, der Wechselrichter. Und ja, den da hinten reingehängt. Er liegt auch nicht an, er hat hier noch Luft zum Zirkulieren. Und die Kabel, die gehen dann hier oben rein und eins geht raus. Und dann kann ich das Modul als autarkes Gerät komplett verwenden. Und einfach irgendwo in die Steckdose stecken und Strom erzeugen. Wichtig ist, dass dieser Stecker muss in eine Steckdose, wo die Netzspannung vom Haushaltsstrom schon da ist. Weil der Wechselrichter synchronisiert sich mit dem Netz, mit der Netzspannung und der Netzfrequenz. Ihr könnt es nicht einfach jetzt in einen Dreierstecker stecken, der nicht in der Steckdose steckt. Und dann aus diesem Dreierstecker Strom beziehen, das geht nicht. Nur so als Hinweis, der Dreierstecker muss dann auch eingesteckt sein. So, und das war's, das ganze Geheimnis. Diesen Wechselrichter habe ich für 73 Euro bei Amazon gekauft. Ich werde es euch unten mal verlinken. Den gibt es in verschiedenen, vielen Varianten. Es ist kein Muss, dass es so einer sein muss, aber ich fand die ziemlich klein, handlich und habe damit bisher gute Erfahrungen gemacht, weil ich da mehrere im Einsatz habe von. Ja, und das war schon das ganze Geheimnis. Wichtig ist natürlich hierbei, je günstiger die Anschaffung, desto schneller amortisiert sich's. Da momentan aber die Energiepreise eher steigen als sinken, steigt auch die Amortisierung. Je früher ihr es kauft, desto schneller, ja, desto besser ist es. Deswegen besorgt euch Module, die können gebraucht sein, die können alt sein, kaputt gehen die so schnell nicht. Wenn die anständig behandelt wurden etc., dann hält das auch. Deswegen sucht welche raus, könnt auch neue nehmen, ist völlig egal. Holt euch so einen Wechselrichter, ich habe euch mehrere unten verlinkt und legt los, erzeugt euren eigenen Strom und spart Geld und seid vielleicht irgendwann sogar mal unabhängiger. Da wir den Strom ja nicht speichern in dem Fall, sondern einfach nur ja, einspeisen, um unseren verbrauchten Strom zu reduzieren. Ist aber einfach sinnvoll genutzte Sonnenstrahlung. Deswegen, ich hoffe, das Video hat euch gefallen und einen Einblick gegeben, wie einfach es sein kann. Und ich wünsche euch viel Spaß und viel Erfolg beim ja, inspiriert sein. Bis zum nächsten Video. Euer Electric Dave. Ciao.